200 Jahre Handel in Neustadt, wir sind dabei. Unter diesem Motto laden der Unternehmerstammtisch Neue Neustadt und das Neustadt Aktivbüro alle Händler der Lübecker Straße und der Neue Neustadt ein, sich mit der Gestaltung ihrer Schaufenster am Stadtteiljubiläum 200 Jahre Neue Neustadt zu beteiligen. Der Schaufensterwettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Rainer Nitsche, Beigeordneter für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit der Landeshauptstadt Magdeburg. Deswegen ist Magdeburg gerade besonders darauf hingewiesen, dass die Ortsteilzentren, die Stadtteilzentren lebendig sind, dass sie eben teilweise die Funktion einer Innenstadt mit übernehmen. Deswegen wirkt die Stadt an verschiedenen Stellen an diesem Programm aktive Stadt- und Ortsteilzentren mit, wird betreut vom Baudezernat im Wesentlichen. Zum Beispiel da auch bemüht man sich um die Sudenburger, um die Halberstädter Straße, um Sudenburg und um andere Bereiche der Stadt. Wir haben deswegen einen großen Anteil, weil damit auch Wirtschaftsförderung betrieben wird, neben diesem städtebaulichen Aspekt, den ich gerade angesprochen habe, Wirtschaftsförderung betrieben wird, die ansässigen Unternehmen, die Händler, das sind im Wesentlichen ja Ladengeschäfte, verdienen unsere volle Unterstützung. Sie sind im Grunde die Träger natürlich und die Basis eines Orts- oder Stadtteilzentrums. Mit diesem Wettbewerb sollen die Tradition des Einzelhandels auf der Lübecker Straße als lebendiges Zentrum der Neustadt sichtbar gemacht werden. Zugleich werben die Händler in der Neustadt dadurch für ihren Standort und die Neustadt. Wettbewerbsaufgabe ist die Gestaltung der Schaufenster zum Thema 200 Jahre Handel in Neustadt. Wir sind dabei im Zeitraum Juli bis Anfang September. Als Preise winken Urkunden und die öffentliche Preisvergabe durch Rainer Nitsche beim Stadtteilfest 200 Jahre Neue Neustadt am 7. und am 8. September auf dem Nikolaiplatz.